Und guten Tag, Leute, und willkommen zur nächsten Folge der Minecraft. Okay. Ich bin leider ein bisschen krank geworden, noch weiter, und es ist schon sehr, sehr spät, denn wir haben die ganze Nacht und den ganzen Abend habe ich kein Internet gehabt. Jetzt habe ich ein Kabel rübergelegt zur anderen Wohnung und versucht. Zu uns? Noch, ja. Versuch nee. Wenigstens noch die Rätsellinse aufzunehmen. Das knipsen wir dir ab. Ja, weil ich bin nämlich ab heute schon in London, es ist schon in der Nacht, also heute fliege ich ja schon. Und wenn ich jetzt die Rätsellinse nicht mehr aufgenommen hätte, dann hättet ihr keine Rätsellinse mehr bekommen, was natürlich scheiße ist, weil das eine tägliche Serie ist. Außerdem wollte ich unbedingt noch das Rätsel lösen. Ja, genau, wir sind in der letzten Folge auch. Suche nach den Hinweisen zum Drachen im Meteoritenkrater östlich des Tempels, da waren wir schon. Drachen mal. Ein Drache, falls es denn wirklich einen geben sollte, ist bei minus 335, minus 783. 80. Schreibt mal die Koordinaten auf. Okay. Minus? Minus 335. 335, ja. Minus 783. Okay, mhm. Stiehl den Drachen mit einem Schwein, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen. Oh, Digga! Okay. Kurz in die Richtung gucken. Jetzt müssen wir noch durch den Sturm fahren, Leute, ey. Das gibt's ja nicht. Oh, oh. So. Ah, ins Wasser. Hui. Hui. Platz, Alter. Eben hat's bei uns geregnet, ne? Wo? Ja, hier draußen. Draußen? Da, wo wir wohnen. In der richtigen Welt? Hör auf, meinen Pool kaputt zu machen. So, wo seid ihr? Hast du gesagt, ne? Da, kommt. Okay. Leute, ich weiß, wir sind schon müde, es ist schon spät, aber wir müssen jetzt den Drachen endlich besiegen. Okay. Weißt du, wo es längst geht? Ja, warte, ich guck grad. Also wir müssen minus, also die Koordinaten müssen ein bisschen höher gehen und die Koordinaten müssen genauso bleiben, wie sie eigentlich sind. He's gelaggt, du dummer Drache! Heute gibt's auch. Genau in die Richtung, folgt mir. Okay. Mach's gut, Paluten. Das ist gar nicht so weit. Ey, das ist gar nicht so weit weg. Guck mal, in der Horizont ist Paluten. Ganz kleiner Kürbismann. Ja, ich komme, aber ich schalt um. Ich schalt um? Ich kann einfach umschalten. Ach, hier ist der Feuertempel, Leute. Okay. Ist ja klar. Wie ist klar? Ja, ist ja klar. Oh, ich glaube, da vorne ist es. Oh, ich sehe noch gar nichts. Schneller! Oh, diesen großen Turm? Ja, ich glaube, das ist der Drache. Also, ich glaube, das der ist Turm, der Turm, der Drache ist ein Turm. Nein, ich glaube, da muss der Drache sein. Weil der Typ hat uns ja dahin geschickt jetzt. Logische Schlussfolgerung ist logisch. Das ist klar, das meine ist Damen. Klar, meine Freunde. Das ist klar. Das ist klar, meine Kinder. So. Hör mal, Simon. Da sieht aber rein. Schon ziemlich geil aus. Ach, Alter, der Drache. Der ist wirklich da. Da ist der Drache. Hör mal, Simon, da ist der Drache. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Wilhelm Kramer, komm mal her, komm. Da gehen wir mal vorsichtig das Schwein holen, komm. Simon. Ey, Leute. Der Drache darf uns nicht sehen. Alter, der ist richtig krass. Da müssen wir von hinten ran. Komm mit. Da müssen wir von hinten rein. Ja, das ist wieder klar, dass du, ne? Ja, die Spritzer. Hey, was ist? Was hast du vor? Ich habe eine Idee. Vertraut mir. Ich habe keine Ahnung, was wir. Guck mal, hier sind Kürbisse auf dem Boden. Wir müssen über den. Ja. Wir müssen den Turm hochgehen. Vertraut eine Falle mir. Von mir. Okay. Eine Palle oder eine Falle? Beides. Sicher, dass wir hier hoch müssen? Nee, ich wollte nur das Regal hier zeigen, guck. Oh, das ist nicht schlecht. Okay, also wieder raus. Aber hier geht's noch weiter hoch. Hä? Ah, okay. Man nennt auch Paluten den Kürbiskopf. Paluten der Kürbiskopf. Kürbiskopf, Mann, genau. Sind das sagt man tatsächlich. Bei den richtigen Koordinaten? Ja, ungefähr, ja. Also, ungefähr. Wir müssen noch ein Stück, 100 Blöcke in eine andere Richtung, also ungefähr, ne? Ernsthaft? Ja, also, das ist hier die richtige Insel, aber ich glaube, die genaue Stelle. Ja, wahrscheinlich beim Drachen wäre das gewesen. Ach so, ja. Aber wollen wir trotzdem mal nach oben? Doch. Könnte gut sein. Könnte vielleicht der richtige Weg sein, Leute. Weil letztendlich, überleg doch mal, das würde natürlich nicht umsonst sein. Ja, umsonst wird das hier nicht sein, aber es könnte auch sein, dass hier das krasse Finale ist, ne? Aber stimmt, Leute. Lass uns lieber zu den Koordinaten hingehen. Komm. Simon, ich geh wieder runter. Nein, wie weit? Doch. Nee, guck mal, da vorne geht's doch schon raus. Lass uns. Revi. Da geht's nicht raus, da geht's noch höher. Nein, Revi, komm mit. Simon, der Drache hat uns bemerkt. Der Drache hat uns nicht bemerkt. Simon, er hört mich. Simon, ich hab ganz laut gepupst und er hat mich gehört. Kannst du jetzt wieder Pups einfügen? Da, guck mal, da geht's doch raus, Paluten. Oh, hier ist ein Schwein! Paluten, wo? Hier oben, also es ist ein angedeutetes Schwein, es hat halt einen Schalter im Po. Revi, das habe ich gesehen. Was denn? Alter, das müssen wir doch. Wir haben Erfolg! Erfolg! Oh mein Gott! Was? Wir haben Erfolg! Den anklicken hier. Klick das Schwein an. Ja, Drachen mal!
Nice! Alter, mir passiert gar nichts. Alter, Rie wollte schon wieder weg, aber wir haben es doch geschafft. Drachen mal! Okay, okay. Warte jetzt. Weiter höher, Jungs. Es gibt Drachen. Ich glaube es nicht. Es gibt sie wirklich. Ich muss das den anderen erzählen und danach gibt's endlich Essen. Bring das Schwein zur Feuerstelle. Zu welcher Feuerstelle? Zum Spawn? Zum Spawn? Weiß es nicht. Alter, wir sind echt direkt in den richtigen Turm gegangen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ein First. Alter, sowas haben wir noch nie geschafft, dass wir irgendwas richtig gemacht haben. Die sind die Thank me later, boys. Thank me later. Er wollte zurückgehen, der Junge. Richtiger Dummkopf. Aber zuerst bin ich hier hochgelaufen. Und das ist das, was zählt. Das ist das, was Jumpen, zählt. Das Jump'n'Run hier wird richtig ekelhaft. Ja, aber wenn man es gibt hier wahrscheinlich runterfällt. Eine mega krasse Belohnung. Ich wette mit dir, da ist doch einer mit dem Skelettpferd rumgeritten. Wisst ihr das noch? Ich wette mit dir, Jim. Dort gibt es das Skelettpferd. Wäre natürlich krass, ne? Oder ein Esel. Ey, ich sehe leider gar nichts, deswegen muss ich eine Sache leider machen. Tut mir leid. Nein. Set. Time. Day. Wie macht man aber Time Day? Time Day? Achso. Nee. Bist du runtergefallen? Nee. Ja, das. Nee. So, ist egal. Toggle down. Wo ist denn nochmal Gaul? Du hättest hier nicht runterspringen sollen. So, jetzt sehe ich wenigstens ein bisschen mehr. Alter, wir haben es schon geschafft, aber wir gehen können jetzt aber da wieder rumpalle. Ist wenn das extra so ein Safe Stage Ding. Oh Gott, Alter. Hä? Oh, dann? Muss man wieder ein Stückchen runter hier an einer Stelle? Ja, ja, ein Stück runter muss man. Ja. Okay. Und dann musst du dich hier um die Ecken. Oh Gott, um die Ecken zu sneaken ist echt ekelhaft, oder Palle? Ja. Bestimmt. Hey, du kannst doch auch hier einfach durchgehen. Ist doch egal, auch wenn du langsam bist. Alter, hier ist so mega dunkel, ich sehe ja nichts. Option? Nicht, wenn oben der Lamagaun ist. Es ist Helligkeit hell und ich sehe nichts. Was ist da los? Alter, ich sehe ja nichts. Oh Gott, ist das schwierig, Alter. Hä? Ist das einfach, Palle? Aber ich verstehe das gerade. Ach so, hier. Oh, nee. Da vorne. Bin runtergefallen. Hallo, wo seid ihr? Bist du komplett unten? Nein. Ah, nee, hi. Ich weiß nicht, wo. Hier oben. Scheiße, wie komme ich zu euch? Du musst da an der Seite links. Wo? Wo, links oder rechts? Von mir aus. Rechts? Ist da ein Gang? Da kann man links. Ah, okay. Ich sehe nämlich nichts. Bei mir ist es so dunkel. Ich sehe aber auch fast nichts und ich habe Shader aus. Alter, ich habe auch Shader aus, ne? Okay. Du musst da so einmal immer im Kreis und dann führt eine Treppe einmal hoch. So, und jetzt da oben? Ach, da geht's noch hoch. Ah, okay, jetzt habe ich den Weg gefunden. Ah, okay. Oh, Leute. Alter, hier gibt's nur. Hier muss irgendwas muss es hier geben. Ob hier der Lama gut auf uns wartet? Ob es eine Belohnung auf uns wartet dafür, dass wir nicht direkt abgehauen sind nach dem Schwein? Hoffentlich. Alter, wenn nicht, dann rast du. Ewiger Reichtum. Nitrado wäre nicht. Oh, nein, nicht. Ich bin ganz runtergefallen. Oh, Paluten, wir beschwören dich. Revi. Nee, warte, ich schaff das, glaube ich, wieder noch. Okay, sonst, wir können dich sondern doch beschwören. Ja. Müssen wir hier durchspringen? Simon. Müssen wir hier durchspringen? Weiß nicht, mach mal. Wir müssen da durchlaufen. Ja, ich lauf da durch. Simon, ich decke in dir. Hallo. Ist das geil, so zusammen? Das ist ein bisschen geil, ja. Hallo. Ich glaube, wir kommen da nicht mehr hoch. Doch. Wo ist Pluten? Doch, kommt da hoch. Boah, da ist auch Oh Gott, wie stressig ist das, Alter. Nee, das können wir wohl nicht schaffen, weil man kann im Spinnen jetzt nicht springen. Nicht? Nee. Kann man sich boxen? Nee. Aber es muss doch gehen. Hä, wie, aber wie ist die Frage? Hey Freunde, wo seid ihr? Kann man Spinnen jetzt kaputt schlagen? Nee, ne? Freunde? Seid ihr oben? Hä? Hey Simon, ich glaube, guck mal, du musst hier in dem irgendwie hängen bleiben und dann außen rum, aber das geht ja gar nicht. Nee, das geht glaube ich nicht. Ah, ich weiß wie, Simon, schau mal, du musst über in das hier oben springen und dann da reinfallen. Verstehst du? Nee. Doch, warte, ich versuch's mal, ja? Nee, das schaffst du nicht. Nee, das geht nicht. Ich versuch's, okay? Okay, ich bin gespannt. Leute, ich weiß immer noch nicht, wo ihr seid. Hier so rein, guck mal, und dann auf das andere da. Ach, das geht nicht. Nee, es geht nicht. Hä, was ist so der richtige Weg hier? Seid ihr schon ganz oben? Nee, Leute, wir sind immer noch da an der Stelle, wo wir waren. Hä, ernsthaft? Ach, auf der anderen Seite geht's weiter, Revi. Echt? Ja, auf der anderen Seite geht's weiter. Siehst du, Simon, ich hab's dir gesagt. Ja, du hast mal wieder recht gehabt. Ja. Deswegen höre ich auch so gern auf dich. Weil ich immer recht hab, ne? Weil immer, wenn du was sagst, dann kommt es auch zu dem logischen Ende. Ja. Warte mal kurz. Das wird ein harter Sprung. Wow! Boah. Oh Gott. Ach du Scheiße. Alter. Ach du Scheiße, ich hab den verkackt. Du darfst nicht runter, wo ich bin. Du musst auch rüberspringen. No way, das schaffe ich nicht. Das musst du schaffen.
Nice. Jetzt pass auf, jetzt guck ich. Jetzt guck mal ich. Oh, müssen wir hier rein? Ich glaube, hier von hier aus kamen wir, oder? Nee, hier hoch. Ja. Oh Gott, ist das cool gemacht, Alter. Alter, ist echt nicht schlecht gemacht. Da vorne ist noch ein Schwein. Da vorne ist noch ein Schwein. Warte mal kurz, wie kommen wir auf die andere Seite? Hier, Simon, hier. Schau, hier, warte, ich geh rüber. Ach so, da kann man echt rüber, krass. Und hier steht nur... Es gibt sogar noch einen zweiten Tor. Hier steht Dropper. Dropper? The das Dropper? Das verstehe ich nicht. Okay, das verstehe ich auch nicht genau. Oh, hey. Es gibt noch einen zweiten Turm, ja, Paluten. Okay. Was ist das für ein Abenteuer, was wir hier wieder bestreiten, Leute? Was ist das für ein Abenteuer? Ich hoffe, ich kriege einen schnellen Lama-Jewel. Ich hoffe, ich kriege ein Jetpferd. Aber stell dir mal vor, es gibt hier gar nichts einfach. Boah, Leute, wie hoch ist das denn, Simon? Alter, das geht mega hoch. Ja, das lockert 10 Quadratmillionen. Ja, aber wenn man einfach hier hochschwimmen kann, ist doch voll einfach. Komm. Freunde, kommt hoch. Bist du schon oben? Ja, natürlich. Hä, wie geht das? Paluten? Hi! Bist du geflogen? Ich bin nicht geflogen, ich hab nicht mal sowas. Paluten? Wie bist du denn so schnell? Ich bin nicht geflogen. Wir sind den offiziellen Weg gegangen. Paluten? Ja, ich bin auch den offiziellen Weg gegangen. Ja, du kannst uns aber nicht überholen. Paluten. Natürlich habe ich euch überholt. Aber wie hast du das gemacht? Das hätten wir doch mitbekommen. Ja, weil ihr die ganze Zeit rumgeeiert. Ich schwöre auf alles. Ja gut, Paluten, ja gut. Dann glauben wir dir. Weil wenn der Kürbis das Kürbis-Ehrenwort sagt, dann kann man das nur glauben. Also ich hab wirklich kein Flyben, ich bin ganz normal hochgelaufen. Großes Kürbis-Ehrenwort. Großes. Nein! Autsch! Bin runtergefühlt. Ja. Sollte ich Fly benutzt haben, dann soll Edgar für immer tot sein. Boah, das darf ich sagen. Na, Edgar, ich bin ja nicht geflogen. Er wollte Edgar den Tod wünschen. Ja, wenn ich. Immer so die Leute das Wort im Mund rumdrehen, das ist so gut. Hier ist gar nichts. Ey. Ihr sagt nicht, dass da nichts ist. Wollt euch das nicht sagen? Ey, Paluten. Ey, jetzt ist nicht der Ernst hier. Ja, hier sind Kürbisse. Guckt mal, Leute. Das ist nicht der Ernst der Lage, oder? Das ist jetzt nicht wirklich nicht der Ernst. Der Ernst. Alter, man geht halt ganz oben. Leute, ich muss euch was sagen. Ja. Ich habe die Map gebaut. Der wichtigste Punkt der Rätselinsel sind 4 magische Kürbisse. Langweilt mich. Was? Das kann nicht wahr sein. Nee. Also müssen wir jetzt, wir müssen zum Essen. Also zur Feuerstelle, was ist denn die Feuerstelle? Ist die Feuerstelle der Spawn? Ich denke schon, ja, da wo alles angefangen hat. Pass auf, ich lass mich jetzt vor Drachen fressen, weil wir müssen ja eh zum Spawn. Und wie komm ich denn hin? Halleluja! Nein! Leg in seinen Mund. Drachi! Ich bin tot. Okay, die Feuerstelle ist hier. Oder? Nein. Hier ist eine Feuerstelle. Wo? Hier. Ah ja. Müssen wir da nicht hin? Wir müssen da rein. Oh. Hä? Haben wir irgendwas? Ja, doch, hier, wir haben es geschafft. Was? Jetzt. Hier, ich hab's gemacht. Hier. Wie denn? Hier. Rechtsklick Schnitzel abgeben. Oh ja. Ja, wir haben es geschafft. Zeit zum Feiern. Ich hab nicht Schnitzel. Da ist Edgar, er liegt da oben. Nein! Hier, Dummkopf! Du Dummkopf! Hier, du Dummkopf! Ich werde das nicht tun. Paluten, wenn du rechts drückst, kommt Edgar wieder da runter. Drück mal rechts da auf das Schild. Auf das Schild? Auf das Schild rechts drücken. Okay. Nein! Ich will das nicht. Voll Simon! Paluten, das war ich wirklich. Da kommt dann Edgar runter. Besprichst du? Ja, versprochen, er kommt da runter. Ja. Nein! Er kommt da runter, sobald er fertig gebraten ist. Damit wir ihn essen können. Schweinebauch! Zeit zum Feiern. Es gibt Drachen. Geil, wir haben es geschafft. Leute, wir haben alle Quests geschafft. Ja! Ja. Die letzte war barbarisch. Ey, pass auf, cool. Es gibt auf Seite 3 gibt's noch so Zusatzquests, die man so machen kann. Aber das gibt's dann vielleicht nochmal, wenn das Event noch läuft, wenn ich wieder zu London zurück bin, gibt's das vielleicht in einem Stream. Wenn Paluten und Revi Bock haben, machen wir nochmal einen schönen Stream, wo wir nochmal die Sidequests machen. Die Hauptstory ist geschafft. Wir haben tatsächlich den Drachen gefunden und wir haben die Schweine gerettet. Und wir haben genug gerettet, um zu essen. Nice. Das ist eine richtige Simon-Map, Alter. Fleisch essen am Ende. Ja, richtig nice. Okay,
Das war ein kleines, kurzes Projekt. Es waren jetzt, ich glaube, nur 7 Folgen oder 6. Aber es war nice. Aber es war echt cool. Es hat Spaß gemacht, durch diese Map hier durchzulaufen. Der ist immer noch am Heulen, der Kürbis. Falls ihr selbst mal spielen wollt, in der Beschreibung ist der Server verlinkt. Da könnt ihr auch drauf. Da könnt ihr auch Quests machen, die wir noch nicht gemacht haben. Und halt auch den Drachen finden und so weiter und so fort. Wir haben euch jetzt ein paar Hilfstipps hier quasi noch mitgegeben. Ihr wisst jetzt so, wie es ungefähr läuft. Und ja, wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben. Da würde mich riesig freuen. Und schaut auch bei Paluten und Rewe vorbei. Denn da gibt es auch schöne Videos. Ja, ja. Ja. Hallo, sei nicht traurig, es war gar nicht echt egal. Es wird nicht schlimm. Das war Schmettger. Ja? Ja. Ja. Oh, okay. Es war Edgar. Es war Edgar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.